Egal, ob du gegründet hast oder noch gründen willst, du kannst das KfW-Startgeld bis zu einem Unternehmensalter von 5 Jahren beantragen. Und zwar 125.000 Euro pro Gesellschafter. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer der X-Group. Und in den letzten Jahren haben wir vielen Gründern und Unternehmern dabei geholfen, dieses Förderprogramm zu beantragen. Und dabei gibt es eine ganze Reihe von Punkten zu beachten. Auf der einen Seite, wie du dieses Programm richtig beantragst, auf der anderen Seite aber auch wofür. Kommen wir nun zum ersten wichtigen Punkt, was viele bei der Antragstellung falsch machen. Sie schauen nämlich bei der KfW, Mittelstandsbank, auf die Webseite und suchen die Erforderlichkeit des Eigenkapitals. Und dort finden Sie den Satz, Eigenkapital ist nicht notwendig. Die Herausforderung ist nämlich, dass du nicht direkt zur KfW Mittelstandsbank selbst hingehen kannst, um deine Anträge dort abzugeben. Die KfW arbeitet nach dem Regionalpartnerprinzip. Das bedeutet, vor Ort ist es deine Aufgabe, zum Beispiel eine Hausbank als ersten Finanzierungspartner zu finden. Und diese Hausbank, die prüft deine Unterlagen und erst wenn die grünes Licht gibt, dann wird der Antrag von der Hausbank bei der KfW gestellt. Und die Hausbank, weil sie selbst mit 20% ins Risiko geht, während die KfW 80% der Bürgschaft übernimmt, will dann auch von dir eine gewisse Summe an Eigenkapital sehen. Und diese Eigenkapitalquote kann durch die Hausbank frei bestimmt werden. Sie variiert von 10% bis sogar 50%, zum Beispiel in der Gastronomie. Das bedeutet, je höher das Risiko aus der Sicht der Bank ist und je schlechter deine Unterlagen und dein Unternehmerteam und dein Geschäftsmodell ist, desto höher wird die Eigenkapitalquote von der Hausbank festgesetzt. Richte dich aber auf 10-20% Eigenkapital ein, was du mitbringen musst. Und zwar nicht in Form von Sachgegenständen oder von schon in der Vergangenheit erbrachter Leistung, sondern per Kontoauszug nachweisbar als Barmittel. Weiterhin solltest du darauf achten, dass dein Finanzierungsvorhaben so abgebildet ist, dass du maximal 50.000 Euro für Betriebsmittel nur verwenden darfst. Früher gab es mal die Faustformel, dass alles, was du fallen lassen kannst und auf dem Boden fällt, Investitionen sind. Inzwischen aber hat das Finanzamt dafür gesorgt, dass eine sogenannte Grenze eingezogen wird, ab 1.000 Euro die sogenannte Abschreibungsgrenze. Das bedeutet, echte Investitionen sind all diejenigen Gegenstände, die einen Anschaffungswert haben von höher als 1.000 Euro netto. Was bedeutet das für dich im Alltag? Wenn du nun deinen Finanzplan erstellst und dann überlegst, welche Kaution, welche Provision, welche Anschaffung, welche Anwalts- und Beratungskosten, Bankgebühren du zu bezahlen hast, dann hast du eine ganze Menge an Anfangsausgaben. Aber die Bank geht ganz streng heran und überprüft, wo gibt es überhaupt Anschaffungswerte, die höher sind als 1.000 Euro. Und das sind Investitionen und alles andere sind Betriebsmittel. Das bedeutet also, wenn du deine Gründung starten willst, du hast eine Reserve eingeplant für deine Personalkosten, für Mietkosten, für Werbe- und Marketingbudgets, dann sind das aus der Banksicht alles Betriebsmittel. Und die Gefahr ist, dass du sehr schnell höher als 50.000 Euro mit dem Bedarf an Finanzierungsmitteln legst. Und dann ist das KfW-Startgeld nicht mehr das Mittel der Wahl, selbst wenn du 100.000 Euro nur brauchst, aber 100.000 Euro Betriebsmittel sind. Das bedeutet also, wenn du deine Unterlagen nicht vollständig und richtig zusammenstellst, wirst du entweder abgelehnt, weil du viel zu viel Betriebsmittel eingeplant hast, obwohl du insgesamt unter 125.000 Euro legst, oder die Hausbank wird deine Eigenkapitalquote weit nach oben schieben, weil deine Unterlagen schlecht zusammengestellt sind oder weil bestimmte Risikofaktoren nicht ausgeschaltet sind. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, sowohl den Finanzplan als den Businessplan-Text, die komplette Checkliste Anhang, die vollständig sein muss und selten unter 100 Seiten lang ist, und die richtigen Anträge zu stellen und dabei zu beachten, dass dein Antrag auch den Fördermitteln der Richtlinie entspricht, dann kannst du gerne unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Denn unsere Berater helfen dir bundesweit nicht nur über Videokonferenzen oder auch persönlich in unserem Office in Berlin, die Unterlagen zu erstellen. Wir stellen dir auch die gesamten Muster und Templates zur Verfügung und gehen Schritt für Schritt mit dir durch alle Unterlagen durch, bis sie 100% vollständig sind und du eine möglichst geringe Eigenkapitalquote nur angesetzt bekommst. Wir helfen dir aber auch gerne, ein kurzes Pitch-Deck zu erstellen, was die Banker überzeugt. Denn denke daran, dass du nur den Hausbanker treffen wirst, aber nicht die Person von der KfW. Und wenn du das Hausbankgespräch auch noch üben willst, dann bilden wir auch sehr gerne eine Art Assessment ab, wo einer unserer Berater der Banker ist, der mit dir das komplette Gespräch, das wir kennen, durchgeht. Und du kriegst hinterher Feedback, was du besser machen kannst, um dich besser vorzubereiten, sodass das echte Gespräch ein echter Erfolg wird.
Also beantrage jetzt das kostenfreie Erstgespräch. Denn auf der einen Seite können wir dir noch offene Fragen beantworten, auf der anderen Seite können wir dir auch genau sagen, wie wir und wann wir dir helfen können und ob dein Zeitplan auch wirklich einhaltbar ist, den du hast. Und das Gute zuletzt, da wir zertifiziertes Unternehmen sind, können wir für unsere Beratungskosten auch Zuschüsse zwischen 50% bis 100% für unsere Beratung möglich machen. Auch das kannst du im kostenfreien Erstgespräch herausfinden. Also entscheide dich jetzt, das kostenfreie Erstgespräch gleich zu buchen